Television Zwickau. Deine Region im Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Martin-Luther-Grundschule mit neuer Fassade. Weihnachtliche Klänge in der neuen Welt und Stadt fördert Zwickauer Nachwuchssportler. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wie immer in der Adventszeit starten wir jetzt an der Stelle mit einer guten Nachricht, denn wir haben eine Gewinnerin für die wunderbare Weihnachtsüberraschung von Globus, nämlich den 50-Euro Einkaufsgutschein. Gestern wollten wir wissen, in welcher Abteilung wir uns befunden haben. Und natürlich haben Sie es erkannt. Es war die Weinmesse. Und der Preis, die 50 Euro als Einkaufsgutschein, gehen diesmal nach Frau Reuth zu Anneliese Schlosser. Herzlichen Glückwunsch aus dem Studio von Television Zwickau und viel Spaß bei Ihrem Einkauf bei Globus. Auch heute haben wir wieder für Sie ein Bilderrätsel, um den 50-Euro-Gutschein noch so kurz vor Weihnachten zu gewinnen. Schauen Sie mal drauf. Was könnten wir suchen? Könnte es A, die Globus-Waschanlage sein oder B, der Globus-Parkplatz? Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie uns ganz schnell an 01378 984 984. Ich wiederhole Ihnen noch mal die Nummer 01378 984 984. Und mit ein bisschen Glück haben Sie gewonnen, nämlich einen 50-Euro-Gutschein für Ihren nächsten Globus-Einkauf. Nach einer aufwendigen Fassadensanierung erstrahlt die Planitzer Martin-Luther-Grundschule nun wieder in frischen Farben. Möglich wurde das durch die Initiative der GGZ, die das Gebäude an die christliche Schule vermietet. Das Gebäude ist fast nicht wiederzuerkennen. Doch es ist nicht nur neue Farbe aufgebracht worden, auch die Dämmung wurde erneuert. Somit ist das Haus nun auch energetisch wieder auf dem neuesten Stand. Also seit den Sommerferien sind die Arbeiten hier im Gange und sie haben, was die Außenfassade angeht, bis Ende der Herbstferien gedauert, also bis Ende Oktober. Und jetzt werden noch zwei Türen eingebaut und noch kleine Restarbeiten erledigt und das wird wahrscheinlich bis in den Dezember dauern. Die Dämmung und der neue Anstrich der Fassade waren nur ein kleiner Teil der Arbeiten. An der Martin-Luther-Grundschule wurde darüber hinaus noch einiges mehr gemacht. Ja, also der Außenputz komplett. Dann neue Türen komplett. Wir werden also auch einen neuen Eingangsbereich bekommen. Und dazu also auch noch das Nebengebäude, was man hier drüben sieht, wurde neu gestrichen. Und im inneren Teil wurde also auch schon letztes Jahr wurden Fußböden in Zimmern erneuert. Und in diesem Jahr auch nochmal zwei Zimmer, wo die Fußböden erneuert wurden. Ja. Ein kleines Steinchen fehlt jetzt noch im Mosaik der Bauarbeiten. An der Fassade steht zwar schon der Name der Schule geschrieben, doch an der bisher noch freien Fläche daneben plant die Einrichtung noch ein Element. Es soll noch ein Bild gemalt werden mit Symbolen, die also zeigen, dass hier Kinder in die Schule gehen und lernen. Also zum Beispiel Zahlen und Buchstaben und lesende Kinder. Wahrscheinlich auf die linke Seite wird es dann noch gemalt. Ja. Es lohnt sich durchaus, mal einen Spaziergang zur neu gestalteten Dr. Martin-Luther-Grundschule zu unternehmen. Vieles sieht man erst auf den zweiten Blick. Kleiner Tipp, achten Sie mal auf den gemalten Baum am Schuppen. Er fügt sich perfekt in die Umgebung ein und fällt nur den wenigsten beim ersten Blick als Wandbild auf. In einer Doppelhaushälfte im Werdauer Damaschkeweg kam es gestern Abend zu einem Brand. Eine Bewohnerin hatte im Keller einen Wäschetrockner in Betrieb. Kurz darauf roch es im ganzen Gebäude nach Rauch. Die drei Hausbewohner wurden evakuiert und kamen vorübergehend bei der Nachbarschaft bzw. in einem Hotel unter. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ambulant behandelt. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Haushälfte ist aus statischen Gründen derzeit nicht mehr bewohnbar.
Werbung. Er steht allein auf der Bühne und entfacht ein orchestrales Feuerwerk. Wellness für die Seele und Balsam für das Herz sind nur einige Beschreibungen der Eindrücke, die Konzerte von Vicente Patisse beim begeisterten Publikum hinterlassen. Nach 1700 Konzerten in über 20 Ländern dieser Erde wird der preisgekrönte Gitarrist, Multiinstrumentalist und Entertainer Vicente Patisse zum 10. Jubiläum in der Evangelischen Kirche Ottmannsdorf am 27.12. um 18 Uhr ein besinnliches Weihnachtskonzert geben und seine Gäste mitnehmen auf Klangreisen rund um die Welt. Was Patisse aus Gitarren, Didgeridoo und seiner weltweit einzigartigen 42-seitigen Harfengitarre an Klangwelten herausholt, ist atemberaubend. Was bleibt, ist Staunen. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, freie Presse-Ticketshops und an der Abendkasse. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur hohen Qualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Märchenhaft und romantisch. Freuen Sie sich auf die Zwickauer Schlossweihnacht. Erleben Sie ein liebenswertes Kulturprogramm, kulinarische Köstlichkeiten, die große Hofstube mit einer Kinderbackstube sowie ein beheiztes Märchen- und Kinderzelt unter dem eindrucksvollen Lichterzauber von Schloss Osterstein. Die Zwickauer Schlossweihnacht. Vom 1. bis 4. Advent jeweils Freitag bis Sonntag. Infos und Programm unter zwickauerschlossweihnacht.de. Sind auch Sie auf der Suche nach dem einzigartigen Weihnachtsbaum? Gerade gewachsen soll er sein. Die richtige Größe muss er haben und natürlich frisch geschlagen sollte er sein. Für all das gibt es eine Adresse: Meyers Weihnachtsbäume in Reinsdorf. Hier finden Sie eine Riesenauswahl an Weihnachtsbäumen und bezahlbar sind die auch. Nordmann-Tannen und Blaufichten gibt's hier schon ab 15 Euro. Und wenn Sie möchten, können Sie Ihren Baum auch selbst schlagen. Kommen Sie nach Reinsdorf. Zufahrt über die Straße der Befreiung, dann den Bergweg hoch, genau gegenüber dem Pflegeheim, nähe Kirche. Für den Moment des Tages. Dayspa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Dayspa Zwickau. Kosmetik und für den frischen Kick Ihrer Haut unsere Sauerstoffkosmetik. Für den Autsch. Moment des Tages. Dayspa in Balance. Waxing und Sugaring für ein haarfreies Körpergefühl, damit in Zukunft alles glatt geht. Auch Permanent Make-up für ein beständiges Aussehen. Dayspa Zwickau für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streit-Straße. Nutzen Sie auch unsere Gutscheinhotline und unseren Gutscheinexpress. Auch dieses Weihnachtsfest wieder mit leckerem Fieber-Nougat und Marzipan verwöhnen? Eine Riesenauswahl finden Sie direkt im Herzen von Zwickau, in der inneren Plauenschenstraße 7, gleich gegenüber den Zwickau-Arkaden.
Jetzt zur Weihnachtszeit halten wir für Sie ein reichhaltiges Angebot an originellen und edlen Nikolaus- und Weihnachtspräsenten bereit. Wenn Sie möchten, verpacken wir Ihren Einkauf ganz nach Ihren Wünschen und arbeiten dabei auch mitgebrachte Gutscheine oder Geldgeschenke mit ein. Eine besondere Idee zum Verschenken sind süße Grüße aus Zwickau. Ganz neu haben wir naturreine Liköre ganz ohne chemische Zusätze in den vielfältigsten Geschmacksrichtungen im Angebot. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Besuchen Sie uns. Fieber, der Spezialist in Sachen süße Verführung in Zwickau. Innere Plaunsche Straße 7. Auch für den schönsten Tag im Leben haben wir tolle Ideen. Die Mauritius Kronkorkenaktion. Jetzt mitmachen und sich den Mauritius Gartenfreund holen. 100 Winterbier Kronkorken sammeln und gegen das 9. Original erzgebirgische Räuchermännchen eintauschen. Zwickauer Mauritius. Ein Schluck Heimat. Na, haben Sie schon rausgefunden, was wir heute in unserem Globus Adventsrätsel suchen? Nein? Kein Problem, ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Wir schalten jetzt unser Bild ein wenig klarer und jetzt müsste es Ihnen wirklich schon fast glasklar sein. Was suchen wir denn? Suchen wir A, die Globus Waschstraße oder B, den Globus Parkplatz am Glückauf Center? Wenn Sie es wissen, und Sie wissen es bestimmt, dann scheuen Sie sich nicht, nehmen Sie den Hörer in die Hand und rufen Sie uns an. 01378 984 984. Nochmal die Nummer 01378 984 984. Ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich zur Verfügung habe. Und mit etwas Glück ist der 50-Euro-Gutschein für Ihren Einkauf bei Globus schon bald bei Ihnen zu Hause. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Lasst es Weihnachten werden. Und Weihnachten, das ist natürlich auch die Zeit der Musik. In diesen Tagen finden vielerorts wieder Weihnachtskonzerte statt. So auch am vergangenen Sonntag im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Mit einem weihnachtlichen Konzert begeisterten die Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums die zahlreich erschienenen Gäste. Bis auf den letzten Platz gefüllt war am Sonntagvormittag das Konzert- und Ballhaus. Gekommen waren Eltern und Großeltern, um sich von den Künsten ihrer Kleinen ein Bild zu machen. Über den großen Zuspruch freute sich auch der Leiter des Konservatoriums. Ja, so ist das. Das Weihnachtskonzert, eine schöne Tradition, die wir seit vielen Jahren haben, findet auch heute wieder statt. Und es ist eigentlich alles zu hören, von den Kindern der musikalischen Früherziehung bis zum Jugendsinfonieorchester, verschiedenste Besetzungen, die Big Band wird dabei sein, viele Solisten, ja, ein Programm für die ganze Familie, was auch in jedem Jahr ausverkauft ist.
Nachdem das Blechbläserquartett gemeinsam mit der Lehrerband der Einrichtung die Gäste musikalisch eingestimmt hatte, brachten die Jüngsten der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung den Gästen Vorfreude, schönste Freude und Klingglöckchen zu Gehör. Die Begrüßung oblag auch in diesem Jahr nach nunmehr über 25 Jahren wieder Ulrike Dachsel. Kostproben ihres Könnens gab es dann von Intermezzo, dem Nachwuchsstreichorchester des Konservatoriums. In diesem Jahr gab es etwas ganz Neues auf der Bühne zu erleben. Seit kurzem gibt es unter der Leitung von Ekaterina Tumanova auch Ballettunterricht am Konservatorium. Die ersten Kostproben gab es dann auf der Bühne. Um seinem Namen gerecht zu werden, muss beim Weihnachtskonzert des Robert-Schumann-Konservatoriums auch ein Werk des großen Komponisten mit vertreten sein. Das brachte der 11-jährige Ferdinand Schmold am Flügel zu Gehör. Dabei handelt es sich um das Klavierstück Knecht Ruprecht aus dem Jugendalbum. Natürlich durfte auch in diesem Jahr der Weihnachtsmann nicht fehlen. Und der hatte dann auch noch Knecht Ruprecht im Schlepptau. Nachdem die beiden festgestellt hatten, dass die Kinder alle artig gewesen sind, zog er kurzerhand Banjo und Schellenring aus seinem Sack und stimmte mit den Gästen »Morgen Kinder wird's was geben« an. Haben dann gemeinsam mit den Jüngsten den Saal verlassen. Die Großen konnten nun ungestört weiter dem Konzert folgen. Am kommenden Wochenende öffnet die Zwickauer Schlossweihnacht letztmalig ihre Tore. Ein besonderes Highlight ist der Besuch des Geschichtenschnitzers Sven Katz, der Geschichten unterm Schwibbogen präsentiert. Auch der historische Kerzenzieher wird zu Gast sein und sein Handwerk präsentieren. Das komplette Programm gibt es unter der eingeblendeten Internetadresse. Ein absolutes Highlight erwartet die Gäste der Stadthalle Zwickau am 7. Januar. Zwei Superstars der Zauberkunst, die Ehrlich Brothers, kommen im Rahmen ihrer Deutschlandtournee in unsere Stadt. Lassen Sie sich verzaubern von der preisgekrönten Show der Ehrlich Brothers. Nach ihrer ausverkauften Tournee gibt es jetzt neue Termine. Mit ihren spektakulären Illusionen versetzen sie ganz Deutschland ins Zauberfieber. Für die Presse sind diese Brüder der neue Magiehammer. Es war ganz toll. Ich bin begeistert. Aufregend, emotional. Ich kann das jedem nur weiterempfehlen. Ich fand den Abend super. War klasse. Fantastisch und unglaublich. Angucken. Ja, das wird ein absolutes Highlight, der Besuch der Ehrlich Brothers in der Zwickauer Stadthalle. Und Sie können dabei sein, denn es gibt noch Restkarten zu kaufen an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Oder es gibt 3x2 Freikarten bei uns zu gewinnen. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, uns zu schreiben. Eine E-Mail an gewinn@tv-zwickau.de. Nochmal für Sie zum Mitschreiben, gewinn@tv-zwickau.de. Vielleicht ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben oder auch für Sie selbst. Ich drücke Ihnen definitiv die Daumen. Werbung.
Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Sehen, probieren, genießen. Tauchen Sie ein in das Vom-Fass-Erlebnis. Hier finden auch Sie das passende Präsent für die schönste Zeit des Jahres. Neben Likören aus eigener Manufaktur gibt es hier Weine und Spirituosen aus aller Welt. Für Sie schon ab 100 Milliliter ganz frisch abgefüllt. Probieren Sie unsere Produkte vor Ort. Denn wir verkaufen nur, was handwerklich, nachhaltig und aus besten Zutaten hergestellt wurde. Ganz nach Ihren Wünschen verpacken wir Ihre Geschenke und nehmen gerne Ihre Bestellungen für Firmenpräsente entgegen. Beachten Sie auch unser häufig wechselndes Whisky-Angebot. Das Vom-Fass-Erlebnis. Sehen, probieren, genießen. Direkt im Herzen von Zwickau, in der Hauptstraße 30. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Probieren Sie auch unsere ausgewählten Öle und Essige, die wir Ihnen gerne auch in mitgebrachte Flaschen abfüllen. Vom Fass. Sehen, probieren, genießen. Fit bleiben bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Verschenken Sie an Ihre Lieben als besonderes Weihnachtsgeschenk den täglichen Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Knobi Vital, das gesunde Weihnachtsgeschenk mit einer hochgeschätzten Wirkung. Bestechend anders. Der Citroën C4 Kaktus. Ab 175 Euro im Monat. Jetzt bei Ihrem Citroën-Partner oder auf citroen.de. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Martin und Schwedler. Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler,
Hauptstraße 98 in Steinpleis. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Willkommen auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Einer der schönsten und stimmungsvollsten Märkte in ganz Deutschland. Entdecken Sie wunderschöne erzgebirgische Volkskunst und genießen Sie Spezialitäten aus Sachsen und verschiedensten Ländern. Ein vielfältiges Rahmenprogramm lässt Kinderaugen leuchten. Der Zwickauer Weihnachtsmarkt. Bis zum 23. Dezember täglich geöffnet. Jetzt am Start die noch schnellere Zweierkombi von Tele-Columbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei! Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 Euro im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. An Weihnachten Gesundheit schenken. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau Land. Eine vorfristige Weihnachtsbescherung gab es gestern Nachmittag für 114 Zwickauer Kaderathleten. Im Bürgersaal des Rathauses bekamen die Nachwuchssportler aus 19 Talentestützpunkten Ausrüstungsgutscheine überreicht. Die Zuschüsse hatte der Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss Anfang November beschlossen. Die Übergabe der Geschenke nahmen Stadträte sowie der Amtsleiter für Schule, Soziales und Sport Uwe Findeis vor. Dank zielstrebiger, kontinuierlicher Arbeit unter Anleitung von erfolgreichen Trainern und Übungsleitern gelang es auch 2014 vielen jungen Zwickauer Sportlern, mit ihren Leistungen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen die Kriterien für die Einstufung in die Kaderkreise zu erfüllen. Laut Sportförderrichtlinie der Stadt Zwickau erhalten Kaderathleten als einmalige jährliche Förderung Zuschüsse für Sportausrüstung im Wert von 100, 150 und 200 Euro. Am Donnerstag gibt es erneut viele Wolken. Im Tagesverlauf kommen dann noch Schauer hinzu und es weht ein starker bis böiger Südwestwind. Mit Werten bis 10 Grad ist es für die Jahreszeit deutlich zu mild. Und die Aussichten: nach einem regnerischen Freitag kann sich am Samstag ab und zu die Sonne zeigen. Es muss aber weiterhin mit Niederschlägen gerechnet werden. Die Temperaturen gehen wieder leicht zurück und erreichen am Sonntag bis zu 5 Grad. Ja, und am Schluss unserer heutigen Sendung, da werfen wir noch mal einen Blick auf unser Globus Adventsrätsel. Sina, mach mal den Vorhang auf. Jawohl, jetzt sehen Sie es doch. Oder wir suchen heute entweder die Globus Waschstraße oder
den Globus Parkplatz. Wenn Sie es wissen, dann nehmen Sie jetzt den Hörer in die Hand. 01378 984 984. Nochmal 01378 984 984. 50 Euro gibt es zu gewinnen als Gutschein für Ihren nächsten Einkauf bei Globus. Noch ein Hinweis zu unserem morgigen Programm. Morgen sehen Sie statt Tag aktuell um 19 Uhr die Aufzeichnung der Zwickauer Stadtratssitzung. Dann gibt es die Themen, die die Stadt bewegen. Es ist die letzte Stadtratssitzung in diesem Jahr. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Freue mich drauf, wenn Sie am Freitag wieder einschalten zu Tag aktuell. Bis dahin, ciao und tschüss. Ich bin garantiert wieder da, falls der Hund vorher nicht abhaut. Werbung. Television Zwickau.